Am italienischen Nationalfeiertag vor 2 Wochen waren etwa 1500 bis 2000 Jugendliche mit afrikanischen und maghrebinischen Wurzeln in die Kleinstadt am Gardasee gefahren und hatten dort randaliert. Zuvor hatten sie sich in den sozialen Medien unter dem Motto Afrika in Peschiera zusammengeschlossen, um den Urlaubsort zu erobern. Randalier Ende Jugendliche, 6 Frauen im Zug sexuell belästigt. Vor Ort drangsalierten die in Scharen feiernden Jugendliche dann Touristen, demolierten Autos und zerschlugen Schaufenster. Zudem registrierte die Polizei Schlägereien und Messerstechereien. Weiterhin sollen laut FAZ 30 Heranwachsende in einem Zug von Peschiera nach Mailand 6 junge Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren sexuell belästigt haben. Wie aus Polizeiakten hervorgeht, hätten sie vor den Übergriffen "Weiße Frauen haben hier nichts zu suchen" skandiert. Mittlerweile haben 10 weitere Frauen Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.